Soll ich Immobilien über eine GmbH kaufen oder doch lieber privat? Diese Frage stellen sich besonders viele Anleger, wenn sie eine Immobilie kaufen. Hallo, mein Name ist Dr. Dan Katzlinger. Ich bin Rechtsanwalt und ich helfe Immobilienkäufern, rechtssicher und unkompliziert ins Grundbuch zu kommen. Wenn man als Anleger eine Immobilie kauft, stellt man sich oft die Frage, ob man diese privat kaufen soll, also als natürliche Person oder lieber über eine GmbH. Diese Frage ist berechtigt und sie hat viele Auswirkungen darauf, wie ich mit der Immobilie dann umgehe, wie ich das gestalten kann, auch steuerlich. Also es gibt Vor- und Nachteile. Eine GmbH kostet grundsätzlich schon mal Geld. Ich muss sie gründen. Dafür brauche ich einen Notariatsakt, also einen Notar. Ich brauche einen Steuerberater, der mir eine Bilanz erstellt. Außer ich kann das natürlich selber machen. Und damit fallen schon einmal grundsätzlich Kosten an. Es fallen auch laufende Kosten an, weil es muss jährlich eine Bilanz zum Beispiel erstellt werden. Diese Kosten sind mehr oder weniger hoch, je nachdem natürlich, wie sehr operativ eine Gesellschaft tätig ist. Bei einer Gesellschaft, die Immobilien kauft, muss man natürlich auch ein entsprechendes Grundkapital mitbringen. Es gibt zwar die Möglichkeit, eine GmbH gründungsprivilegiert zu machen, also nur mit einem Mindestkapital von 10.000 Euro, das zur Hälfte einbezahlt ist, also 5.000 Euro zu gründen. Ich empfehle das aber bei Gesellschaften, die Immobilien kaufen, nicht, denn was macht es für ein Bild auf eine Bank oder auf einen potenziellen Käufer, der eine Immobilie von dieser GmbH kauft, wenn eine GmbH als Immobilieninvestor auftritt und nicht einmal das Stammkapital zur Gründung der Gesellschaft aufbringen kann? Das Stammkapital von 35.000 Euro, also das reguläre Stammkapital, kann dann natürlich auch verwendet werden, um Immobilien zu kaufen. Das kann ein netter Eigenkapitalanteil zum Beispiel sein. Ein riesiger Vorteil, den die GmbH hat, wenn ich Immobilien kaufe, ist, dass die Immobilien in der GmbH sind, die Mieteinnahmen in der GmbH sind und dort nur mit der Körperschaftssteuer versteuert werden und ich kann die Gewinne in der GmbH sozusagen drin lassen mit dieser pauschalen Besteuerung von 25% und sie können also viel schneller wachsen, während wenn ich sie als natürliche Person kaufe, dann sind die Mieteinnahmen einfach Teil meines Gesamteinkommens und werden sofort versteuert, also steuerlich immer sofort entnommen. Damit bremse ich natürlich das Wachstum von meinem Immobilieninvestment. Von daher ist die GmbH natürlich sehr interessant. Ein Nachteil, den die GmbH bringt, ist der, dass ich die Immobilie, auch wenn ich sie selber nutze, nicht steuerfrei verkaufen kann. Denn die Immobilienertragssteuer, die diese Befreiungstatbestände zum Beispiel für eigengenutzte Immobilien vorsieht, die ist natürlich nur bei natürlichen Personen anwendbar und nicht bei Gesellschaften. Bei Gesellschaften ist natürlich auch zu beachten, dass wenn ich in eine Wohnung einziehe, die meine eigene GmbH gekauft hat, also die meiner Gesellschaft gehört, dann muss ich da natürlich ganz normal Miete bezahlen, weil ansonsten könnte es entweder eine Einlagenrückgewähr sein oder eine verdeckte Gewinnausschüttung. Beides hätte steuerlich nachteilige Folgen. Also Verträge, die ich mit meiner GmbH abschließe, zum Beispiel zur Vermietung oder zur Anmietung, müssen fremdüblich sein, also dementsprechend, was ich auch mit einem Fremden vereinbaren würde. Weitere Vorteile der GmbH sind natürlich die, dass wenn ich mehrere Immobilien oder eine Immobilie in einer Projektgesellschaft habe, dann kann ich beim Verkauf an eine andere GmbH oder an zwei Gesellschaften eine begünstigte Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer geltend machen, indem ich nicht die Immobilie verkaufe, sondern die ganze Gesellschaft. Das habe ich in einem Video schon einmal behandelt, wo es um die Frage Asset Deal oder Share Deal geht. Bei einem Share Deal verkaufe ich also nicht die Immobilie an sich, sondern die Gesellschaft, der die Immobilie oder die Immobilien gehören. Das führt zu enormen Steuereinsparungen. Also hier gibt es echte Vorteile, die man bedenken sollte. Was man noch berücksichtigen sollte, ist, dass die GmbH, die die Immobilien hat, operativ nicht in irgendwelchen riskanten Geschäftsbereichen tätig sein sollte, denn die GmbH hat den Vorteil, sie ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, aber sie haftet immer mit dem Gesellschaftsvermögen. Wenn ich also viele Immobilien in einer GmbH habe, habe ich einen riesigen Haftungsfonds. Das ist toll für Gläubiger, aber schlecht, wenn ich plane, ein großes Vermögen dort anzuhäufen und irgendwann vielleicht aus den Mieteinnahmen zu leben. Das sollte man also strategisch auch berücksichtigen. Am besten sind vielleicht Immobilien in einer Holding aufgehoben oder in einer eigenen Gesellschaft, die wirklich nur diese Immobilien hält.
Da gibt es also sehr vieles, was man steuerlich optimieren kann. Rentieren tut sich das Ganze nur ab einem gewissen Volumen, weil ansonsten sind vielleicht die Kosten für die Verwaltung und Erhaltung der GmbH höher als die Einnahmen, die man damit hat. Zu beachten ist vielleicht zum Abschluss noch, dass man bei der Finanzierung in die Firmenkundenabteilung der Bank gerät, die ganz andere Kriterien an die Vergabe von Krediten stellt als die Privatkundenabteilung. Manchmal ist es also ziemlich mühsam, bei anderen Banken funktioniert das wieder sehr gut. Das muss man einfach nur bedenken. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick darüber geben, welche Vor- und Nachteile es hat, Immobilien in eine GmbH hineinzukaufen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt mir gerne eine Nachricht oder kommentiert dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert meinen YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Dan.